Yo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play. Was spielen wir denn? Elizabeth. Aber klar. Danke, Waffenautomat. So. Bei Let's Play Bioshock Infinite. So, dann übernehmen wir mal den da. Wir gehen. Na komm da runter von deinem blöden Schiff. Genau. Ich weiß auch nicht, wie lange das jetzt hält. Okay, immer noch. Wundert mich. Okay, jetzt ist kaputt. Ist auch in Ordnung. So, ist das ein Maschinengewehr? Perfekt, das will ich. So. Dann müssen wir hier rein. Danke, den Automaten will ich auch. Bronco-Hilfe brauche ich aber nicht oder sonstiges. Was brauchen wir denn? Salz brauchen wir. 100%. Danke fürs Maschinengewehr-Munition. Und für die Schrot. Hammer. Was haben wir denn mit eigentlich? Genau, wie heißen die? Für den Karabiner. Perfekt. Können wir schon wieder weiter? Bedarf? Ja, schon ein bisschen. Also ich bin schon geldgeil. Wow. Da ist noch Muni drinne. Müssen wir wieder den Hebel betätigen. Tja. Wir haben es geschafft. Was ist geschafft? Hab ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? So sicher können wir uns da nicht sein, liebe... Oh Gott, komm, komm doch. Alles geht hoch. Wieder... Jetzt holen wir uns den Moskito. Nee, jetzt ist er tot, der Moskito, oder kaputt halt. Das ist mein eigener. Tut mir leid. Dann holen wir uns halt den Waffenautomat auf unsere Seite. So, da war doch gerade einer noch. Da bist du. Dich habe ich eigentlich gesucht. Ich habe hier Salze. Boah, meine Salzknie sind komplett leer gewesen jetzt, aber fast leer. So, was gibt's denn hier zum Kaufen? Oder ist da auch irgendwer? Oder ist da eine Schrotflinte? Weil meine Kombination ist ja normalerweise Schrotflinte und Maschinengewehr. Aber die finde ich gerade irgendwie nicht, diese Kombination. Salvengeschütz. Immer das mit statt ein Karabiner. Das ist auch meine zweite Kombination, weil die haut auch rein wie eine Schrotflinte, wenn nicht mehr. Da müssen wir rein, oder? Eigentlich. Nein. Nein, ich wollte gar nicht, dass das passiert. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir. Wir haben Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Wir haben einen Audiolog von uns selber. Sieht das aus, ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder habe ich sie erschaffen? Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Da kommt jetzt was durch. Hier wurde der Wunsch wahr. Okay, ich dachte schon, das war, dass jetzt sich der Gegner durchschweißt. Müssten wir auch da durch? Wenn ihr ja. euch ansieht, dann seht ihr einen Mensch. Zu den Waffen, Brüder! Was ist denn da drin? Was sieht? Gar nichts, aber ist da jetzt ein großer Gegner? Den Gaul, der seinen Flug zieht. Den Ast, der seine Krone schaut. Patriot! Wo ist der Patriot? Da hinten. Dann würde er euch auf Strom.
Ich sehe ihn schon kommen. Ist er noch da? Ja, er ist noch da. Und das ist gar nicht toll, dass der noch da ist. Los, mach! Schon dabei! So, der hilft uns sicher. So, geh down, du blöder Patriot. Den da! So. Ist er down? Okay, da ist noch ein Automat, den wir holen wollen. So, der hilft jetzt leider zu uns. Tut uns leid. So, Errungenschaft, kraftvoller Gegner, okay. Ja, ich weiß ja, dass wir ein kraftvoller Gegner sind. Looten wir vorsichtshalber schon mal jetzt alles leer. Ach, blöder Polizist. Aber jetzt ist der Waffenhändler tot. Da müssen wir nicht hin. Da geht's nirgends hin. Alter. Was ist das Luftschiff? Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Wie soll ich das Luftschiff da runterholen? Was muss ich denn da zielen? Schalt den Zeppelin aus. Ja, das ist eine tolle Idee. Ach so, kommen wir da irgendwie hoch? Nachladen. Nein! Jetzt bin ich vorbei. Geht's auch irgendwie in die andere Richtung? Scheiße, okay. Mach mal eine extra Runde. Speed aufnehmen. Okay, du hast nichts, das ist halt nicht so toll. Wo sollen wir jetzt hin? Wie kriegen wir das Ding runter? Ich brauche irgendwo Muni her. Das ist das. Jumpen wir mal darüber. Und wieder da runter. Ja, ich weiß, dass du mich jetzt voll im Visier hast, du Drecksteil. Wo ist denn der Automat? Da ist er. So. Dann holen wir uns mal Munition für die Burst Gun. Oder ist das die Burst Gun? Ich glaube schon. So. Für was denn noch? Für Salvengeschütz? Genau. Wie viel hat die Burst Gun? Genau. Salz. So, ist da auch irgendwo eine andere Waffe statt nicht der da? Weil die ist nicht optimal jetzt ausgewählt, muss ich sagen. Was muss ich da jetzt schießen? Oder komme ich da irgendwie hoch? Ich weiß es ja nicht. Ich habe gerade irgendwie keinen Plan, was ich denn genau machen muss. Vielleicht auf den Propeller? Nicht wirklich. Naja, dann versuchen wir da nochmal
auf die Schiene zu kommen. Und preschen da nach vorne. Das ist ja kaputt geworden schon. Aua! So, lass mich da auf die Schiene. Auf was muss ich denn schießen? Ich habe einfach keinen Plan. Ah, da, die Raketenwerfer. Ich sehe sie. Wo ist er? Der blöde Raketenwerfer. Na, dann weiter. Nochmal eine Runde. Kommt auch. Nur weil mir das Ziel so schwer fällt, hast du das Glück. Okay, okay, wir hauen wieder ab. So, wieder Raketenwerfer. Hier durch. Okay, jetzt müssen wir wieder irgendwo runterkommen. Irgendwo, wo es Muni gibt. Alter Schwede. Alter Schwede, ich weiß einfach nicht, auf was wir zielen müssen. That's the problem. Not the Zeppelin, sondern ich bin das Problem. Ich habe einfach keine Ahnung. So. Wenigstens halten unsere Schilde jetzt mehr aus. Das ist schon mal ein großer Vorteil. So. Achso, die hat ja keine Muni mehr. Jetzt brauchen wir wieder Panzerfaust-Muni. Die wir uns da teuer ersteigern können. So. Wo ist denn das? Da, Panzerfaust. Nochmal, nochmal, nochmal. Und jetzt haben wir 10 Munition für die Panzerfaust. Und für die Gate, für Salvengeschütz kann man das eigentlich auch gleich machen. Aber irgendwann wird uns auch die Kohle ausgehen. Ah ja, und das kann man auch noch machen. Wir bekommen die Kohle. Das hat mir ein Abonnent von mir gesagt. Ich sag nochmal vielen Dank dafür. Wie soll ich denn das Teil zerstören? Da raufziehen oder so? Nope. Hä? Okay, nochmal auf den Raketenwerfer zielen. Das ist es ja auch nicht. Ich verstehe es einfach nicht ganz, was ich denn genau machen muss. Darauf ziehen bringt mir auch nichts wahrscheinlich, dass ich sterben werde. Okay, nochmal auf die Luftschiene, wir holen uns nochmal Panzerfaustmuni und gehen nochmal auf die Luftschiene. Da, wo bist du? Panzerfaust, danke. So. Ja, da würde uns das Panzerfaust-Upgrade ganz gut tun. Schalt den Zeppelin aus. Nur wie schaltet man diesen Zeppelin aus? Wie? Das ist die große Frage. Ich würde ja gern. Los! Da! Aua! Na komm, Raketenautomat, erledige deinen Job wie ein Raketenautomat das machen würde. Oder müssten wir einfach da rein?
geht's aber sicher auch nichts. Nee, sag ich doch. Geht's auch nicht weiter. Das wäre mal erledigt, okay. Da hätten wir schon einiges an Zeug erledigt. Auf der anderen Seite waren noch so viele Lebensbalken, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, sah ich doch. Ah, bleib stehen. Genau. So, gib Gas. Ach Gott, jetzt. Meine Güte, bis man. Ich kann da auch nirgends irgendwie. Hinne machen. Da hinten ist einer und da ist einer. So, und du da. Jetzt ist der da runtergefallen. So, was müssen wir jetzt zerstören? Kann man da nicht irgendwie aufjumpen? Ja! Toll! Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. So. Aber vielleicht nehmen wir die. Nee, da haben wir zu wenig Muni mit. Krähe. So, und jetzt sind wir auf dem Luftschiff oben. Haben mal. Dort. Scheiße. Na komm, du Patriot. Ist der Patriot? Nee, der ist noch nicht down. Dachte, der ist down. So, ich will ein Maschinengewehr. Danke. So, das ist der Antrieb, oder? Ja. Schauen wir als erstes, was es da noch so gibt, aber ich glaube nichts. Ich glaube, das ist das Einzige. Okay, dann zerstören wir mal den Antrieb. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Okay, und jetzt runter von dem Ding. So, wo waren die Luftschiene? Wo ist denn die nächste Luftschiene? Wo ist die Luftschiene? Ich will da nicht verrecken jetzt. Da ist sie. Und hier rein. Das war unglaublich. Los, Elizabeth. Suchen wir Daisy in der Fabrik. So, und da müssen wir rein. Filzroy will Blut sehen. Eins steht jedenfalls fest. Entweder sie oder Fink wird den Sonnenaufgang nicht erleben. Und ich sag, nach dieser komischen Mission, an der ich ziemlich gefailt habe, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und ich sag, danke fürs Zusehen. Euer Pazian LP.